So, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Ich habe ein paar Steine hergestellt, auch paar rissige. Und würde ich sagen, pflanzen wir mal ein paar an. So. Und die Lücken machen wir dann einfach mit normalen Steinziegeln. Irgendwann werden wir, wie gesagt, auch noch ein paar austauschen zu bemoosten. Dann haben wir hier eine relativ massive Brücke. Also, was heißt relativ? Die ist halt sehr massiv. Und hier hinten kommt dann eben die große Schmiede hin. Und irgendwann werde ich mit Sicherheit auch mal in meinem Haus weiterbauen. Aber irgendwie habe ich gefühlt mehr Spaß dran, dieses Dorf voranzubringen. Ich meine, klar, wir sollten das nicht außer Acht lassen. Irgendwo sollten wir auch heimisch sein. Aber das hat für mich halt jetzt irgendwie noch nicht so Priorität. So, Schafe. Damit wir da ganz bald ein bisschen Wolle haben. So, hier. Alles brav wieder anpflanzen. So. Dann gehen wir die auch gleich füttern. Allzu lang dürfte es nicht mehr dauern, bis die endlich voll sind. Ja, da kommt. So, jetzt fängt wieder das Geplatsche an. Aber gut. So bekommen wir natürlich auch ein paar Level. Das gefällt mir. Achso, ich wollte noch mehr Stein holen. Das machen wir mal eben. Wobei. Haben wir noch Steine? Ich habe wahrscheinlich den Großteil schon verbrutzelt und verkauft. Warte mal, ich schmeiß mal kurz alle Öfen an, die wir haben. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich umso mehr. Steinziegelstufen brauche ich gerade nicht. Das brauche ich nicht. Das kann. War für die Schmiede gedacht. Das kann erstmal weg. Das kann. Das brauchen wir auch noch. Da schmeißen wir hier mal an. So. So, dass hier auch mal mit der Kohle wieder ein bisschen Ordnung reinkommt. Das reicht für jeweils zwei Stacks. Gut, haben wir das. Ja, so normalen Stein haben wir halt gerade nicht mehr da. Das ist ein bisschen doof. Weil wir dadurch jetzt halt erstmal warten müssen, bis wir weitermachen können. Und das ganze Eisen. Ich kann nicht das ganze Eisen verbraten, nur um den zu skillen. Das können wir nicht machen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich will das auch gar nicht. Aber wir könnten mal normalen Koppel mitnehmen und anfangen, Lücken zu füllen. Das würde ich einfach mit Kobbel machen, weil man sieht es ja nicht mehr. Und davon haben wir eigentlich immer ausreichend da. So. Ich meine, ist ja trotzdem eine relativ große Insel. Da haben wir ordentlich was vor. Erstmal irgendwie alles ein bisschen auf eine Ebene bringen. Und es wird auch schon wieder Nacht. Ich hasse das so. Warum ist immer Nacht? Hm.
So, ganz wichtig ist natürlich hier der Bereich, in den die Schmiede soll. So. Jetzt wird es auch... Ich hasse es. Warum wird es eigentlich immer Nacht? Kann man hier nicht einfach permanent Tag haben? Ich meine, gut, man könnte es einstellen. Aber dann würden wir uns halt auch beschweren. Ist ja auch doof. So, dann hier. So, dann bis hier. Einmal alles ein bisschen einrahmen. So, vom Gebiet für die Schmiede müsste ja bis hier erstmal reichen. Dann nutze ich auch unseren Koppel erstmal nur für diesen Bereich, damit wir halt sicher sein können, dass das ausreicht. Ist ja doch noch ein ganzes Stück an Fläche. So, und dann gehe ich mal schnell schlafen. So, hier machen wir schon mal, dass wir über die Brücke können. Und gute Nacht. Erstmal ein bisschen ausruhen. In der Zeit putzelt ja hier auch alles weiter. Ich fülle mal auf. Und nehme mal ein bisschen was raus. So, die können wir... Dann können wir die Mauer trotzdem nebenbei auch gleich ein bisschen mitziehen. Auch, würde ich sagen, bis zu dem Teil, was wir uns jetzt abgesteckt haben. So, dann kommen wir nämlich auch mit dem Terraforming endlich mal ein kleines bisschen voran. Jetzt einfach hier ein paar Linien. Das geht eigentlich immer am effektivsten. So, hier. Da können wir dann auch ein bisschen Erde wieder abbauen. Sehr praktisch. Erde ist ja aus irgendeinem Grund hier so ein bisschen Mangelware. Dann haben wir das hier. Ja, da können wir eine schöne Schmiede hinbasteln. Die soll auch gar nicht so klein sein, weil ja auch vier Schmiede darin Platz finden müssen. Und ich hoffe, unser Koppel, den wir dabei haben, reicht für dieses Eck. Okay, hier ist natürlich gerade doof. Ich würde sagen, bis in den Bereich müssen wir auf jeden Fall. Vorläufig mal. Dann würde ich auch da drüben die Flucht erstmal weiterziehen. Also bis hier. Dann machen wir einfach ein Eck nach dem anderen. So, hier alles schön zuklatschen. Perfekt.
Ich weiß bloß noch nicht, was für Material nehmen wir hier als Boden. Das wieder drüben zu machen ist halt mies aufwendig. Vielleicht lasse ich den Boden erstmal noch raus. Ich weiß es halt einfach noch nicht. Dann haben wir halt hier immer so einen Absatz drin. Aber zumindest so lange, bis wir uns entschieden haben, wäre das vermutlich die sicherste Variante. So, hier. Gleich haben wir es geschafft. Und unser Stein reicht. Wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Wie praktisch. So, das kann wieder weg. Hier könnten wir eigentlich mal alles an der Erde abtragen. So, das hier wäre ja unser Bereich. Okay, das hier ist doof. Die Höhle müssen wir halt am Schluss dementsprechend ausleuchten. Und hier müssen wir trotzdem ein bisschen aufstocken. So, so eine Dreierebene sollte darunter schon sein. So, dann verschwenden wir hier einfach den weiteren Stein. Brauchen werden wir es ja am Ende sowieso. Okay, passt. Ja, komm. Haben bald noch eine Reihe mehr. Ja, das hier kommt weiterhin einfach weg. Das wäre praktisch auch der Bereich, wo ein Pfeilmacher rein könnte. Eigentlich direkt in die Schmiede. So vom Sinn her. Dann kannst du hier drüben deine Waffe kaufen und direkt nebenan halt Munition. Wobei du Bogen und so ja auch beim Pfeilmacher bekommst. So, jetzt ist die Überlegung. Alles, was mit Holz zu tun hat, ist eigentlich bei der Schmiede ein bisschen schwierig. Und auch dafür brauche ich wieder schwarzen Farbstoff dann. Aus was für einem Material bauen wir die? Schwierig. Diese Schieferziegel. Beziehungsweise Schieferfliesen würde ich lieber nutzen für Wohnhäuser oder halt ein Lager, halt so große Prachtgebäude, aber nicht unbedingt für eine Schmiede. Die könnte man eigentlich könnten wir die fast aus Kobbel bauen. Kobbel und ein bisschen Holz. Also Kobbel und ein bisschen viel Holz. Den Steg müssen wir auch endlich mal fertig machen eigentlich. Wobei das auch nicht mehr viel Arbeit ist. Vielleicht mache ich das heute noch schnell. So, wir brauchen also auf jeden Fall Kobbel. Ich baue die Schmiede wirklich aus Cobblestone. Das passt schon. So, und die suchen uns auch alles an schwarzem Farbstoff zusammen, was wir irgendwo haben. So, nochmal 10. Nochmal 10. Einen Amboss bräuchten wir dann.
auf jeden Fall. Schleifstein. Wir bräuchten noch mal so eine Werkzeugkiste und einen Schmelzofen. Aber den Schmelzofen können wir ja hier damit rausnehmen. Wir nehmen hier dann alles raus, außer das Zeug vom Bogenmacher. Den Schmelzofen, Steinsäge nicht. Den Schleifstein haben wir. Warte mal, die müssen jetzt gerade aktuell hier drin eh nicht arbeiten. Dann stelle ich das schon mal raus. Alles, was wir hier draußen brauchen. Der Schleifstein müsste dann hier eigentlich auch weg. So. Amboss stelle ich auch so lange dazu. Und wie ist denn diese Werkzeugkiste? Ist das nicht Werkzeug? Ich schaue dann am Marktplatz nochmal, wie das Teil heißt. Achso, ich wollte Holz. Holz. 64 wird nicht reichen, aber für einen Anfang. Die Glasscheiben werden wir brauchen. Jetzt sag bloß, es wird schon wieder Nacht. Auch das gibt's doch nicht. So, bei den Schafen nochmal ein bisschen Weizen reinklatschen. Es sollte nicht mehr zu lang dauern. Sterben tun sie noch nicht. Dann bekommt nämlich in der Schmiede jeder trotzdem so ein bisschen seinen Bereich. Und trotzdem muss es irgendwie alles zusammenspielen. Das wird, glaube ich, das Schwierigste daran. Oder war es der Reparaturtisch? Wie ist denn das Kackteil? Bei mir wird es jetzt natürlich auch sowieso bloß auf Englisch angezeigt. Schmiedetisch. Schmiedetisch. Ah. Zwei Eisen, vier Bretter. Das kriegen wir dann hin. Den Boden würde ich gegebenenfalls sogar aus Steinziegeln machen. Warum sind das zwei verschiedene? Achso, weil es jetzt den Moosblock auch noch gibt. Klar. So. Vom Prinzip würde ich es gern wie so ein bisschen ein U bauen. Warte mal, hier müssten wir anfangen. Ein Sechserplatz. Ja. Dann wäre hier so ein Pfosten. Ist das zufällig 6x6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch. So können wir das machen. Dann haben wir hier einen Bereich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann ist ein Zweier, sind zwei praktisch dazwischen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, also zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs.
2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt auch genau rein. So, das hier wird die Schmiede. Dafür brauchen wir noch sehr viel Steinziegel, wobei wir haben ja da drüben noch welche. Dann wären hier die Stützen. Mache ich vielleicht auch mal wirklich nur außen, abgesehen von hier. So. Dann sind wir halt hier genau auf der Hafenmauer. Aber das macht nichts. Dann hier. Und hier. Ja, schon richtig rum. Alter. Laft ab. So, 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das wird super. Ganz bestimmt wird das grandios. So, dann hier. Okay, jetzt haben wir kein Holz mehr. Ist schlecht. Wir brauchen mehr Holz. Haben wir vier verschiedene Schmiedebereiche. Sehr gut, sehr gut. Ach, ich liebe diesen Markt einfach jetzt schon. Das wird so geil. Vor allem, wenn hier der Brunnen ist und dann noch mehr von den Teilen, von diesen Ständen. Wird mit Sicherheit sehr, sehr hübsch. Warte, Kobbel lasse ich mal soweit hier. Für eben die Wände. Oh, Weizen. Nehme ich mit. Ich muss ja sowieso immer wieder füttern. Dann sollten wir auch demnächst bei den Dorfbewohnern wieder ein bisschen viel Brot reinschmeißen. So, hier sind halt gerade noch... Oh ja, sie sterben endlich. Wir kriegen endlich Wolle. So, und Leder. So, vier Wolle. Reicht zumindest für ein paar Teppiche. Schwarze Wolle. Schwarzer Teppich. Sechs Stück. Reicht noch nicht ganz, aber auf jeden Fall kommen wir damit weiter. Achso, ich wollte eigentlich Holz holen. Ich muss aber, glaube ich, erstmal wieder anpflanzen. Wo habe ich die denn hingepackt? Die Setzlinge. Grasblock. Oh, braune Wolle, cool. Setzlinge. Schwierig. Weißt du was? Weil das Zeug sowieso überall rumfliegt und wir das sonst gar nicht brauchen, verkaufe ich mal alles an Flint, was wir haben. Ah, Fichtenstamm, sehr gut. Nehme ich einfach mit. Wird bestimmt niemand vermissen. So, hier ist kein Flint, aber Steinziegel. Flint.
Nein. Nein. Nee. Ich gehe jetzt jede Kiste durch. Doch, da waren drei. So. Hier haben wir nichts. 49. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Dann verkaufe ich das mal eben. Wer von euch ist denn der Pfeilmacher? Hier. Warte. Nebenhand. Haupthand. Dass wir das reparieren können. Wie viel haben wir denn? Ein Stöckchen könnten wir halt auch machen. So, dann nehmen wir das in die... Wobei, erstmal die Axt in die Haupthand. So. Okay, mehr können wir uns nicht leisten. Levelt er zufälligerweise? Jawohl. Was können wir denn jetzt hier holen? Armbrust mit Haltbarkeit. Oh, Haken können wir verkaufen. Sehr cool. Haben wir ja das erstmal repariert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag, mach's gut und ciao, ciao.